Last von Bischof verloren. Bild. Wartet. Was? Ihr wisst genau, dass Bischof Wallerin jetzt in Winchester ist. Was also sollen wir hier? Keine Ahnung. Mutter sagt mir nie was. Die behandelt Pa und mich wie kleine Kinder. Es ist ein Wunder, dass Pa sie je gevögelt hat. Aber jetzt sind wir hier und ich hab Hunger. Hunger wie ein Wolf. Wohin geht ihr? Da rein. Nein. Ich bin sicher, der Bischof würde mich nicht hungern sehen wollen. Wir reiten bald zurück. Also, was du auch tun musst, beeil dich. Aha. Einbruch. Wie kann ich euch helfen? Tritt einen Schritt beiseite. Warum hat Regan Hamley uns hierher geschickt? Was ist wohl ums Geheimnis? Okay, wir sind also wieder hier. Können wir hier vielleicht lang? Hier mal entlang. Hm. Hier wird wohl was gebaut. Was ist das? Wallon hat eine Baustelle. Was baut er hier? Ist das der Grund, weshalb Regan Hamley glaubt, Wallon wolle die Ländereien von Shiring für sich selbst? Er ist der Bischof. Er kann tun, wie ihm beliebt. Vielleicht baut er ja nur ein Gästehaus. Nein, dafür ist es zu groß. Was in Gottes Namen baut er da draußen? Eine Kathedrale. Vielleicht. Okay, hier kann man nicht lang. Dann gehen wir mal zurück. Palasteingang, okay. Dann gehen wir mal, stoßen wir dazu. Ihr, bitte. Ihr wart schon einmal hier, nicht wahr? Ja, ich erinnere mich an euch. Philipp, richtig? Ja. Bitte, ihr müsst mir helfen. Ach, Schreck. Was ist geschehen? Er hat mich gezwungen, ihm aufzutischen. Er hat den Namen des Herrn missbraucht. Und er hat mich gestoßen und angefasst. Oh Gott. Ah, der Mönch. Hat der Junge euch gerufen? Also? Hat er euch um Hilfe gebeten? Er musste gar nichts sagen. Ich wusste, dass ihr uns Probleme machen würdet. Probleme? Ich? Wir sind junge Männer, ich und er. Und die raufen nun mal. Ich hatte euch gebeten zu gehen. Und das werden wir auch tun. Was wird der Bischof zu eurem Verhalten sagen? Hör zu, wir stehen alle auf derselben Seite. Tun wir nicht. Du, ich, er, wir arbeiten alle auf für den Bischof. Auf gar keinen Fall. Er wird mir nichts nachtragen. Manchmal werde ich eben grob. Na und? Wir sind alle Männer Gottes. Naja, ich bin ein Mann. Ihr seid ein Sünder. Na und? Das sind wir alle. Das sagt sogar der Bischof. Aber meine Sünden sind vergeben. Wieso meinst du das? Ich habe Earth Castle für ihn eingenommen. Tägliche Absolutionen oder was? Bartholomäus vorgegangen, weil sie seine Grafschaft wollten. Was sie wollen, interessiert mich nicht. Ich habe Bartholomäus Männer getötet. Der alte Mann hat um sein Leben gebettelt.
Auf den Knien hat er mich angefleht. Ich hab's für den Bischof getan. Aber hey, ihr habt sicher auch viel für ihn getan. Glaubt ihr, mein Vater hätte Earls Castle erobert? Es ist Zeit, dass wir gehen. Ja? Das ist das zweite Mal, dass er mit mir redet, als wäre ich eine Rotznase. Steig auf dein Pferd! Komm, sagt es nochmal! Ich hätte die Frau gevögelt, wenn ihr nicht gekommen wärt. Und was hätte das bewirkt? Sie hätte ihre Lektion gelernt. Und denkt ihr, ich hätte nicht bemerkt, wie ihr mich und den Pferdedieb belauscht habt? Ich sollte euch dafür töten. Das sollte ich. Ich sag euch was. Ich werde Bartholomäus Hurentochter vögeln. Ich werde sie richtig rannehmen. Ich bin ein Mann. Verdammt, ich würde sogar den Jungen da vögeln, wenn das nötig wäre, um ihn klein zu kriegen. Er sieht sogar aus, als könnte es ihm gefallen. Du bist kein Mensch. Du bist ein Tier. Oh, ich bin ein Mensch. Aber ja, in mir steckt ein Tier. Das will jagen und töten. Ich habe es für den Bischof entfesselt. Meine Sünden sind vergeben. Nicht einmal Gott würde diese Sünden vergeben. Natürlich würde er das. Er hat's schon getan. Der Bischof hat's mir gesagt. Dann lügt der Bischof. Hey, wir stehen auf derselben Seite. Jetzt werden wir noch ein bisschen bleiben. Ich bin noch nicht fertig mit dem Fraß hier. Scheiße. Wenn der Bischof das hier sieht, wird er sicher entrüstet sein. Nee, wir sollten das genauso lassen. Die Beweise stehen lassen. Ich muss hier Ordnung schaffen. Der Becher des Bischofs William hat Wein über den ganzen Tisch verschüttet. Ich muss hier Ordnung. Mit Zammernmesser, sehr schön. Ich muss hier Ordnung schaffen. Und man wird sie in den Feuerofen werfen. Da wird Heulen und Zähneknirschen sein. Was? Die Hölle. Es ist eine Darstellung der Hölle. Ich habe euch schon früher einmal von Himmel und Hölle erzählt. Erinnert ihr euch? Natürlich. Der Herr Bischof hat gesagt, das Relief erschreckt sogar die gottlosesten Besucher. Sie alle fürchten den Tod. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Fürchtet euch vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann. In der Hölle. Wer ist das? Der Teufel. Ein gefallener Engel. Ich fürchte mich vor gar nichts. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Ihre Seelen sind des Teufels. Sie kommen alle in die Hölle. Hört auf! Die Hölle ist weit weg. Ich habe keine Angst. Ach ja. Ich muss hier Ordnung schaffen. Ich muss hier Ordnung schaffen. Die Hölle, da werden wir alle da drüben landen. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Was heißt das? So steht's in der Bibel. Das jüngste Gericht. Der zweite Tod der Sünde. Bischof Walleran sagt, wenn ein Sünder in eine Flamme blickt, starrt der Teufel zurück. Aus dem feurigen Pfuhl. Was? Ich kann ihn nicht sehen. Punkter, macht Auge.
Was ist? Wir reiten zurück nach Winchester. Sofort. Einbildung ist auch eine Bildung. Was ist geschehen? Vielleicht hat er die Zukunft gesehen. Wie kann ich euch danken? Sagt mir, was wird da draußen gebaut? Was? Da ist etwas Größeres im Bau, wie es scheint. Ja, aber... Was ist es? Eine Burg. Der Herr Bischof baut eine Burg. Eine Bischofsburg. Ach du Schande. Eine Burg? Warum eine Burg? Ich weiß es nicht. Es steht mir nicht an, den Herrn Bischof zu hinterfragen. Natürlich. Und ich bezweifle, dass es euch ansteht. Dieser Mann, William, hatte keine Ahnung, weshalb ihr beide hergekommen seid, nicht wahr? Ihr seid hergekommen, um den Herrn Bischof auszuspionieren. Ihr habt diesen Mann hergebracht. Ich? Geht. Auf keinen Fall. Sofort. Aber lasst das Geschirr und Besteck hier. Ich wollte nur den Tisch aufräumen. Natürlich. Ich wusste, dass ich euch nicht trauen kann, seit ich euch Heu und Äpfel stehlen sah, als ihr das erste Mal hier wart. Lass uns entstehen. Später zurück in Winchester. Da seid ihr. Es war ein fröhlicher Ausflug. Mein Sohn wirkte bei seiner Rückkehr sehr nachdenklich. Ihr Priester und euer Gerede, ihr macht ihn ganz irre. Er war aber in Hochstimmung, nachdem er damals mit eurem Bischof geredet hatte. Aber wir wissen ja, dass Walloran gut mit Worten umgehen kann. Nicht wahr, mein Gatte? Aber ja, sicher. Und wo wir schon beim Thema Walloran sind, was habt ihr auf eurem Ausritt gesehen, Mönch? Nicht viel. Die werden was nicht erzählen. Ich bin mir nicht sicher. Ihr müsst es gesehen haben. Seid ihr so blind? Bischof Walloran Bigot baut eine Burg. Und er hat jeden Stein und jeden Baum auf seinem Land aufgebraucht. Natürlich, er behauptet, aber er wolle Bartholomäus Land für eure Kathedrale. Aber was man nicht Walloran Wahrheit will, ist eine Burg. So ist er immer gewesen. Ihr habt gemeint, wir seien selbstsüchtig. Aber was ist mit eurem Bischof, ha? Was wollt ihr von mir? Als Prior von Kingsbridge werdet ihr zustimmen, dass mein Mann die ganze Grafschaft Shiring erhält. Und warum sollte ich euch einen solchen Gefallen tun? Weil wir euch Steine und Holz für den Neubau eurer Kathedrale geben werden. Der König kann all seine Versprechen einlösen und Walloran kriegt nichts. So lautet unser Angebot. Das klingt nach einem sehr guten Deal. Da kriegen wir gar nichts. Ja, dem werden sie zustimmen, ich weiß nicht. Nein, ich stimme nicht zu. Wieso nicht? Das war doch ein gutes Angebot. War es. Ihr braucht mich. Der König erwägt immer noch, die Grafschaft Walloran zu geben, um unsere Kathedrale wieder aufzubauen. Ihr braucht dieses Abkommen mit mir ebenso sehr wie ich. Das ist... Doch. Ihr seid doch nicht so ein Narr, wie es scheint. Was sind eure Bedingungen, Vater? Was ist wertvoller? Urbares Land oder Wald? Urbares Land natürlich. Dann sollt ihr das Ackerland haben und ich bekomme den Wald. Ich brauche den Wald für die Jagden. Ein Graf muss über Jagdgründe verfügen. Jagen könnt ihr dort. Ich will bloß das Holz für meine Kathedrale. Ach,
Was wollt ihr haben? Die Vieh- oder die Schafweiden? Die Viehweiden. Dann bekomme ich Schafzuchten in den Hügeln. Wollt ihr das Einkommen von den Märkten oder den Steinbruch? Angenommen, wir wollen den Steinbruch. Wollt ihr aber nicht, oder? Nein. Wir nehmen die Märkte. Ihr könnt die Steine haben. Das war alles, oder? Dann sind wir uns einig. Mein Mann wird dem König von unserer Absprache berichten. Bischof Walleran wird sehr überrascht sein. Ihr werdet sein wahres Gesicht sehen, wenn er nicht kriegt, was er will. Das klingt nach einem sehr, sehr guten Deal, wenn wir dann gegen unseren Bischof verstoßen haben. Guten Auch Tag. Wenn wir gegen den Bischof. Kommt ihr, um jemanden in meinem Kerker zu besuchen, Vater? Oder wollt ihr euch selbst eine schöne, warme Zelle aussuchen? Hüte deine Zunge. Oh, das war nur ein Scherz. Seht ihr ein Lächeln? Nur für euch, Vater. Aha. Können wir jetzt hinein? Bischof Henry schickt mich. Der Bischof, was will der Kerl? Ich soll mit Bartholomäus von Shiring reden. Bartholomäus von Shiring? Ha! Der ist jetzt nur noch Bartholomäus. Es ist sein vierter Tag ohne Essen. Bald ist er nicht bei mir, Bartholomäus. Bartholomäus, ich bin Bruder Philipp. Könnt ihr mir vergeben, dass ich euch Unrecht getan habe? Nur Gott vergibt. Ein Mönch sollte das wissen. Warum habt ihr euch gegen den König aufgelehnt? Stefan hat euch geschickt. Warum steht ihr auf Seiten des Thronräubers? Wenn ihr redet, bekommt ihr etwas zu essen. Ihr seid nicht der Erste, der mir das anbietet. Warum sollte ich euch gestehen? Eure Leute haben in meiner Priorei Zuflucht gefunden. Euer Geständnis wird mir helfen, ihnen Arbeit und Schutz zu geben. Ich habe nichts zu gestehen. Mir tut nur leid, dass ich verloren habe. Das sage ich besser nicht dem König. Sie werden euch töten. Das haben sie schon getan. Mönch, sagt ihnen, ich hätte gestanden. Was? Alles. Meinen Verrat. Aber... Der Sohn soll nicht büßen für die Schuld des Vaters. Sagt das auch Stefan. Ihr kennt die Bibel? Richard und all jene, meine Kinder, sie müssen am Leben bleiben. Oh, Schreck. Und auch euch einen guten Tag, Vater. Okay, na dann. Morgen. So, mit dem Bischof wollen wir reden. Zu
zuerst mal das. Was Bartholomäus Geständnis betrifft. Vielleicht könnt ihr ihm ja ein Geständnis entlocken. Ich glaube nicht, dass mein Prior in dieser Angelegenheit mehr erreichen kann als ihr. Wahrscheinlich ist ihm klar, dass er sterben wird. Egal, ob er redet oder nicht. Bartholomäus hat alles gestanden, aber er bittet um Gnade für seine Kinder. Wunderbar. Ich werde meinem Bruder sagen, was wir heute erreicht haben, wenn er von der Jagd zurückkehrt. Schön, Philipp. Gut gemacht. Würdet ihr nicht auch lieber eine Burg bauen, Herr Bischof? Was? Eine Burg wie diese, meine ich. Findet ihr diesen Ort nicht bemerkenswert? Winchester Castle? Aber gewiss, das ist er. Vielleicht sollte ich morgen wiederkommen. Ja, ein Mönch kann hier nicht viel ausrichten. Euer Bischof und ich werden tun, was wir können, um eurer Priorei zu helfen. Da haben wir ein bisschen... Ja. Mein treuer Untertan Percy Hamley wird mit dem heutigen Tag Graf von Shiring. Aus dem Besitz seines Vorgängers erhält Graf Percy die Burg. Sowie alles urbare Land, einschließlich der Güter, die an Ritter verpachtet sind, und die Viehweiden in der Ebene. Ich schwöre bei allem, was heilig ist, euer getreuer Lehensmann zu sein und euch gegen jedermann zu verteidigen. Mein Herr. Ah, natürlich. Natürlich habe ich die Sorgen meiner Bischöfe nicht vergessen. Der Graf von Shiring selbst, Percy hier, hat dieses Problem für mich gelöst. So kann ich das Versprechen einlösen, das ich ihm gegeben hatte. Und doch, Bischof Walloran, soll Kingsbridge wieder aufgebaut werden. Percy berichtete mir von einem Mann, den mein Bruder mir noch nicht vorgestellt hat. Tretet vor, Vater Prior. Philipp von Gwyneth, mein Bruder. Herr, ihr scheint euch zu fürchten. Was bedrückt euch so? Bedrückt ihr in der Kathedrale, bedrückt ihr in der spritzigen Butter? Ich bin bedrückt wegen meiner Priorei und der Kathedrale. Ich hörte von dem Brand. Wie ergeht es eurer Priorei? Am Vorabend des Brandes sandte Gott uns einen Baumeister, aber wir können ihn nicht bezahlen. Sorgt euch nicht, das könnt ihr nun. Nun zu der Absprache zwischen euch, Prior Philipp und Percy Hamley. Er will, dass ich die Schafweiden des früheren Grafen der Priorei von Kingsbridge gebe. Die Priorei erhält darüber hinaus das Recht, im gräflichen Steinbruch Steine zu fördern und Holz in den Wäldern zu schlagen. Dem Plan, den ihr beide geschmiedet habt, stimme ich gerne zu. So soll es geschehen. Danke. Ich danke euch, Herr. Es erschien mir unnötig kompliziert, das Land dem Bischof zu geben. Percy sagte mir, dass ihr, Vater Philipp, diese Meinung teilt. Er sagte mir, es sei eure Idee, die Last des Neubaus eurer Kathedrale auf eure eigenen Schultern zu nehmen. Ich... Wunderbar. Ich bin froh, dass wir alle euch, Bischof Walloran, in dieser Sache helfen konnten. Nach allem, was ihr für mich getan habt. Ich danke euch, Herr. Bartholomäus hat bei seinem Aufstand gegen die Krone alles verloren. Heute Morgen fand man ihn tot in seiner Zelle. Ich hörte, dass ihr, Vater Philipp, euch um seine Kinder sorgt. Sie werden ihr Land und ihren Titel verlieren. Doch ich spreche sie hiermit von jeder Schuld frei. Wo auch immer sie sein. Das ist ja sehr gut geendet. Ihr müsst sehr stolz sein, Lady Hamley. Das ist ein sehr gutes Ergebnis. Vater Philipp war in allen Fragen sehr verständnisvoll. Ja, er ist bemerkenswert. Sehr bemerkenswert. Mein Mann und ich waren entsetzt, als wir von dem Feuer in Kingsbridge hörten. Es ist ein Segen, dass wir ihm und seiner Priorei jetzt helfen können. Ihr habt den Wind gesät, Philipp. Z.
sehr schön. Das war doch ein toller. Das war doch ein tolles Ding. Die Säulen der Erde aus der Asche. Kapitel 6. Die Hemleys. Was du getan hast. Du hast Bartholomäus in seiner Zelle aufgesucht. Bist mit William ausgeritten und hast Valorans Geheimnis gelüftet. Valoran Diener denkt, du bist ein Dieb und ist dir misstrauisch gegenüber. Du hast einen lukrativen Pakt mit Hemleys geschlossen. Bischof Valoran glaubt, dass du ihn verraten hast. Ja. So, wir starten das nächste Kapitel. Weiter geht's. Kapitel 7. Was? Das war jetzt aber schnell. Ein paar Wochen später. Sind alle bereit? Ah, die Kathedrale wird gebaut. Alle werden dort sein. Ist schon alles entstanden. Ich verstehe nicht, warum ich mitkommen muss. Hör zu, ich weiß, dass du es warst, der die Schlüssel gestohlen hat. Philipp weiß das auch, aber er hat es niemandem gesagt, nicht einmal Remigius. Wir glauben, dass du dich bessern kannst. Bessern wirst. Das Mindeste, was du tun kannst, ist unserem Prior Respekt zu erweisen. Ist das klar, Bruder Markus? Ja. Ich glaube, ich habe dich nicht ganz verstanden. Ja, natürlich. Aber wie sollen wir hier beten und singen? Ich traue mich nicht mal, meinen Chor hier aufzustellen. Wir werden uns daran gewöhnen, wir alle. Wir sollten für all dies dankbar sein. Für jedes Geräusch und für jeden, der uns hier stört. Wir fangen mit dem Chor an und arbeiten uns langsam von Ost nach West vor. So wird das gemacht. So hat man es mich gelehrt. Ich schätze euren Eifer, sehr geehrter Steinmetz. Aber bislang räumen wir nur Schutt. Ich habe bisher noch nicht einmal darüber nachgedacht, einen Baumeister einzustellen. Weder euch noch sonst jemanden. Darf ich euch ein paar Zeichnungen zeigen? Wenn ihr mögt. Aha. Eine Kathedralzeichnung. Ein Grundriss. Plan für das Fundament. Kann Bau ohne ihn, ohne Beginn? Von Laien mag das schwer zu greifen sein. Fundament. Nicht so abstrakt wie der Grundriss. Seht zuerst hierher. Stellt euch vor, ihr steht inmitten des Hauptschiffs und betrachtet eine der Seitenwände. So würde sie aussehen. Sind das Fenster? Ja, aber das ist nicht alles. Die Arkaden. Im untersten Geschoss sind die Pfeiler der Arkade. Sie sind durch Bögen verbunden, welche die Joche bilden. Durch die Bogenöffnungen könnt ihr die Fenster des Seitenschiffs erkennen. Direkt in der Mitte ist das Triforium. Soll ich weitermachen? Ja, natürlich. Ich war nur eben in Gedanken. Redet weiter. Über allem anderen befinden sich die Obergartenfenster. Ich kann sehen, dass ihr euch viele Gedanken gemacht habt. Ich frage mich nur, wie viel Zeit würde der Bau in Anspruch nehmen? Ein grober Schätzwert würde mir reichen. Okay. Das hängt davon ab, wie viele Leute ihr beschäftigt. Mit 30 Steinmetzen und Maurern sowie genug Tagelöhnern, Lehrburschen, Zimmerern und Schmieden
würde es 15 Jahre dauern. Ich wünschte, meine Mönchsbrüder könnten so gut rechnen und vorausplanen wie ihr. Fahrt fort, zeigt mir den Rest eurer Zeichnung.